Was ist das? Es sieht wie die Einleitung von Jacquards Deklaration der Prinzipien aus. Er ist wohl mit der Überarbeitung fertig. Lies bitte vor. No, lieber nicht. Ich bin nicht annähernd ein so guter Sprecher wie Jacquard. Fang an, ich höre. Das Universum kennt unzählige Sprachen, doch es spricht immer nur in einer. Es ist nicht die Sprache der Narren oder der Menschen, nicht die der Centauri, der Gaim oder der Minbari. Das Universum spricht in der Sprache der Hoffnung, in der Sprache des Vertrauens, in der Sprache der Kraft und der Leidenschaft. Es ist die Sprache des Herzens und die Sprache der Seele. Das Universum spricht immer mit derselben Stimme. Es ist die Stimme unserer Vorfahren, die aus uns spricht. Und auch die Stimme unserer Erben, die darauf warten, geboren zu werden. Es ist eine kleine, leise Stimme, die sagt, wir alle gehören zusammen. Ungeachtet des Blutes, ungeachtet der Hautfarbe, ungeachtet der Religion, ungeachtet des Planeten. Wir sind alle eins. Ungeachtet des Leids, ungeachtet der Finsternis, ungeachtet der Verluste und der Furcht. Wir sind eins. Wir, die wir uns im Streben nach unserem gemeinsamen Ziel vereint haben, erklären hiermit, dass unsere einzige Wahrheit und unsere einzige Regel stets lauten soll, Nächstenliebe sei unser oberstes Gebot, wir müssen gütig zueinander sein. Denn jede einzelne Stimme bereichert und adelt uns, aber jede verlorene Stimme wird uns schwächen. Wir alle sind die Stimme des Universums, die Seele der Schöpfung. Das Feuer, das uns den Weg in eine bessere Zukunft erleuchten wird. Wir sind eins. Wir sind eins.